Konnichiwa, Ape Escape, Yokuso. Ja, ich hab's im Google-Übersetzer eingegeben. Euer Geist ist hier und hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ape Escape Sao Sao Big Mission. Sao Sao Dai Satsuken auf Japanisch. Das japanische Ape Escape-Spiel für Sony's PlayStation Portable, was quasi als Ape Escape 3,5 gesehen wird, wo man selber die Affen kontrolliert, wie in Mario Odyssey mit dieser Mütze. Richtig cool. Ja. Also, erst Part war so ein bisschen Intro, ne? Spectre hat uns alle geschrumpft, hat die ganzen Freunde entführt, wie Satoru Sayaka, der Professor Aki und ein paar andere. Und wir sind voll verkleinert, aber wir nutzen jetzt die Gegner. If you can't beat them, join them. Wir nutzen die Affen für uns. Und mit Hilfe der Affen können wir die Level absolvieren. Das ist halt so cool. Weil man die Affen, die Maskottchen dieses Franchises endlich mal steuern kann. Es ging zwar auch in ein Minispiel von Ape Academy 2. Da konnte man auch mal einen Affen steuern, muss weglaufen, durfte nicht eingefangen werden, aber ja, hier steuert man sie halt richtig. Ja, und das Ganze mit Google Lens, weil ich kann kein Japanisch, ich tue mal nur so. Das ist der Warp. Ja, hier kommen wir zu den Leveln, ne, wie man es kennt. Sie können es verwenden, um in einen anderen Ort zu gelangen, um sich zu einem anderen Ort zu warpen. Wenn ich das benutze, kann ich dem Professor und den anderen helfen. Und ich bin mir sicher, dass ich Spectre auch finden kann. Ja, das dauert aber noch ein bisschen. Irgendwas mit beeilt ist. Mach schnell. Ich möchte so schnell wie möglich zur Originalgröße zurückkehren. Aber im letzten Part hast du gesagt, du stehst auf diese kleinen Sachen. Entscheid dich mal. Ja, Natsumi steht auf die kleinen Dinge. Lass mal so stehen. Ich habe darum gebeten, Kakeru. Ja, ist ja gut. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Ja, das war die erste Welt. Sun Sun Beach. Und jetzt kommt der Chapu Chapu Dschungel. Das ist nämlich die zweite Welt. 8 Affen. Los geht's. Ab in den Dschungel. Das Level fand ich richtig schwer. Wirklich. Das ist ein sehr schwerer Level. Komischerweise. Fange 8 Affen. Wirklich ein kniffliger Level. Warum das jetzt Level 2 ist, weiß ich bis heute nicht. Und warum der Level so schwer ist, werden wir gleich auch noch sehen. Ja, wir haben den. Wir overpowern. Juhu. Das wäre eine mit der hellblauen Hose. Oh! Und das ist einer mit der blauen Hose. Jetzt wisst ihr, was die mit der blauen Hose können. Für die, die mit Ape Escape nicht vertraut sind. Die sind nämlich Sonics verschollene Bruder. Sonic Speed. Ja, der kann mit Steinen werfen und sie verstecken. Sieht aus wie ein Ziege. Oh, der Soundtrack ist wieder so fucking geil. Ey, man merkt einfach, es ist Soichi Terada. Man merkt einfach, es ist Soichi Terada. Oh, er hat ja auch den Ape Escape 1 Soundtrack gemacht und das klingt halt wie die Affenfabrik, wo er mit dem Panzer rumfährt. Ich werde viele Ape Escape Referenzen machen. Ich bin ja ein sehr großes Fangirl der Reihe. Das ist aber meine Lieblingsreihe gemeinsam mit Legacy of Kain. Von daher kann man ein bisschen was sagen. So, es sieht aus wie in Sonic 2006, ey. Wenn Sonic so sprintet in diesen Speed-Leveln. Und dann kann er auch natürlich angreifen. Gut, räumen wir erstmal die Roboter aus dem Weg. Die Walbots. Die bösen Roboter. Weil Wal heißt der irgendwie. Beziehungsweise Warui heißt eigentlich böse auf Japanisch. Aber ne, Waluigi, Wario. Böse Roboter quasi. Und Bogenschütze sind genauso nervig wie in Dynasty Warriors. Herzlichen Glückwunsch. Ich hasse mein Leben. Der Teich dehnt sich aus. Du meinst, dass der so breit ist wahrscheinlich. Gewöhnliche Meerkatzen scheinen nicht schwimmen zu können. Sie ertrinken, wenn sie ins Wasser gehen. Ja, Meerkatzen vielleicht. Aber es ist ein Affenspiel. Ein Affenspiel. Meerkatzen. Ich bin doch keine Meerkatze. Ich habe das Gefühl, ich könnte über das Gras gehen. Sieht so aus, als würden die Blätter bald nachlassen. Die meinen die Seerosen.
Gibt es eine Möglichkeit, da schnell rüberzukommen? Ja, Betonung liegt auf schnell. Jetzt sagt sie bestimmt nichts mehr. Ja, Betonung liegt auf schnell. Nur dieser Affe bringt uns weiter. Wir brauchen seine Fähigkeit. Da wir keinen blauen Igel in der Nähe finden, müssen wir mit diesen Affen klarkommen. Und wenn man einen Affen übernommen hat, dann stehen die ja rum wie Zombies. Ist irgendwie creepy. Guck mal, er lässt sich jetzt verkloppen. Er steht da rum wie ein Zombie. Komplett brainwashed. Ist irgendwie gruselig. Aber ich meine, Spectre hat die Affen ja auch immer gebrainwashed. Von daher. Jetzt. Ja, Sonic Speed. Oh nein, das ist ein Boxer. Cash aus der ersten Part. Das war so gefährlich. Deswegen nehme ich lieber erstmal den. So. So, Sun, dann einnehmen. So, jetzt können wir uns anschleichen. Ah! Die Roboter sind nicht dumm. Jetzt können wir uns anschleichen und den easy kriegen, dachte ich zumindest. Oh, wir haben ihn trotzdem bekommen. Oh. Macht halt so viel Schaden. Take this. Ich hätte auch nur 3 Bananen. Also, ich kann euch sagen, 3 Bananen ist das wenigste. Nee, das ist nicht ganz richtig. Es gibt auch einen Affen, der hat nur 2 Bananen. Oder 2 Lebenseinheiten. Das meiste, was man im Spiel bekommen kann, ist 5. 5 Bananen. Das ist quasi der absolute Jackpot. Das Nonplusultra. So, jetzt frage ich mich natürlich, was bringt mir dieser Affe? Nichts. Wir brauchen wieder hier Sonic. Ja, ohne Sonic geht's nicht weiter. Ja! Rooftop Run! Nur ohne Rooftop. Das steuert sich auch ziemlich gut. Actually. Ja, und jetzt sind wir im Kreisrand. Jetzt fragt ihr euch natürlich, hey, hier geht's ja nirgends weiter. Das habe ich auch echt. Das ist das Gute. Oh, sorry, Kumpel. Also. Oh, ist mir ausgerutscht. Oh. Warum geht das? Also hier habe ich echt ein bisschen gerätselt, ne? Oh, hier ist wahrscheinlich der Tipp dafür. Da sieht man nämlich schon die Meerjungfrau. Es geht hier nirgends so weiter. Man braucht die Meerjungfrau. Die ist ein bisschen tricky-dicky zu bekommen. Der Affe sieht aus wie eine Meerjungfrau. Ich denke, dieser Affe kann ins Wasser gehen und schwimmen. Ach echt, wenn es eine Meerjungfrau ist, der schwimmt doch schon. Der Pipposal. Der schwimmt doch schon. So, was wir jetzt machen müssen ist, ich habe versucht, den irgendwie zu jagen. Es funktioniert nicht, Leute, man kann ihn nicht jagen. Hier geht er irgendwann Land. Und dann versteckt man sich. Psst, psst. Du hast dich aufgepasst. Und gotcha. Ja, und jetzt sieht ein bisschen erbärmlich aus. Boah, 4 Lebenseinheiten sieht ein bisschen erbärmlich aus, als wäre er nur so ein Fake. Das ist gar keine echte Meerjungfrau, das ist nur so ein Meerjungfrau-Anzug. Meerjungfrau-Affe, ey. Aber es funktioniert, man kann schwimmen. Tatsächlich. Schwimmsteuerung, ja, ne. No. Ist eigentlich ganz in Ordnung. Wie in jedem Ape Escape. Ape Escape ist keine Spielerei, wo die Schwimmsteuerung jetzt komplett scheiße ist. Ist jetzt aber auch nicht amazing oder so. Einen Fisch auffassen. Ja, und meine Sauerstoffanzeige, das kann ich kurz mal zeigen, indem ich mich ausblende. Genau. Unten rechts. Sauerstoff. Ich weiß nicht, was da steht. Ich kann keine japanischen Zeichen lesen. Sonst brauche ich meinen Google Lens und so ja auch nicht. Aber ja, steht bestimmt Sauerstoff. Hier kommt später ein geheimer Affe hin. Wenn man das Spiel das erste Mal durchgespielt hat, beziehungsweise Spectre das erste Mal besiegt hat, das sollte auch wie in anderen Ape Escapes. Dass es 2 Spectre-Fights gibt. Und hier ist. Hier ist was, genau. Hallo. Ah ja. Ich habe zwar nichts aktiviert, aber das Tor geht auf, weil die irgendwie Meerjungfrau-Fetisch haben. Meerjung, Affe, Frau, etwas, Dingen. Soll Meerjungfrau dich übelst anmutig und sexy sein und dann starte ich diese Affe an. Schaut ihm in die Augen. Oh Gott. Ja, der kann auch. Ne, der kann lustigerweise keinen Double Jump. Wow. Der erste Affe, der keinen Double Jump kann. Wow. Und hier ist die nächste Meerjungfrau.
Warum auch immer. Fahrzeugen für Schaden genommen hat, dass man hier wieder komplett full ist, glaube ich. Ja. Die Level im Spiel sind sehr linear. Ich hoffe, euch stört das nicht. Aber es ist halt wie Mario Odyssey. Du übernimmst die und nutzt deren Fähigkeiten. Autsch. Das hat was von Crash Bandicoot. Das ist auch genau so hier. Ja, okay. Indiana Jones. Wir haben Indiana Jones. Wow. Oh, ich wollte eigentlich diese Kollegen hier töten. Aber ist okay. Ja, Indiana Jones, der einzige Kritikpunkt am Spiel, weil Indiana Jones funktioniert nicht immer so gut. Er ist nicht Indie. Gibt's ein Level, wo es richtig nervig wird? Schauen Sie sich den Baum dort drüben an. Es ist anders als die anderen und hat so etwas wie eine Markierung drauf. Ja, den Baum, den Ast, meint die ja. Kannst du die Nahrung an diesem Baum und den Affen in der Nähe nicht irgendwie nutzen, um dorthin zu kommen? Hä? Was für Nahrung? Was für Nahrung soll ich nutzen? Die meinte Seil. Du bist doch jetzt Indiana Jones, oder? Kannst du Indiana Jones seine Fähigkeiten nutzen? Ja, kann ich. Oh, das ist so richtig blöd, wie bei God of War. So. Diese Seilphysik mag ich überhaupt nicht. Hier unten ist, glaube ich, nichts. Diese Musik, ne? Der Soundtrack ist so gut. Gibt einen halt dieses ultimative Ape Escape Feeling. Oh nein, das sind neue Roboter, die Donkey Kong Roboter, die Gorilla Roboter. Sind so stark. Gucken wir, ob wir da einen besseren Affen kriegen. Und zwar dich. Yes. Jetzt wird das Spiel ein Shooter. Pass auf. Mit der Quadrat-Taste haben wir jetzt einen Ego-Shooter-Modus, damit der Kreistaste schießen wir. Und mit denen sich anzulegen, das kann ich nicht empfehlen. Die sind viel zu stark. Guck mal, was die aushalten. Oh, ist das kacki. Die sind so mächtig. Und die geben nur eine Münze. Kein Scherz. Und im Spiel ist es leider nicht so, wenn man die Schraube, das Aufziehding berührt, dass sie einen doppelten Schaden nehmen. Das ist ja leider nicht so, was ich ein bisschen schade finde. Weil das war immer der Schwachpunkt dieser Chumunki-Roboter. Der Teleborx. Aber scheinbar Spectre dieses Defizit verbessert, weil es sind ja nicht mehr Teleborgs, es sind ja die Wahlborgs. Von daher, ja. Komm her. Ego-Shooter. Man kann auch so einfach schießen, ne? Das geht auch. Aber wir müssen so richtig genau, so einen richtigen Revolver, ey. Revolver Ocelot wäre stolz auf uns. Oh yeah. So ein Revolver Ocelot aus Metal Gear. Gibt leider keine Affen aus Metal Gear. Fragt ihr euch natürlich, hä, Metal Gear und Affen, Ape Escape? Ja. Die Universen hängen zusammen. Es gab schon öfter mal einen Ocelot und so. Pippo Ocelot, Pippo Snake gab es alles schon. Oh, da seht ihr, wie viel Schaden die machen. Ja, jetzt wieder nicht funktioniert, diese tolle Mechanik. Das wird noch sehr böse. Verlauf des Spiels. Da werde ich oft leiden und verzweifeln. Die Mechanik echt schlecht gemacht ist. Aber es ist leider in vielen Spielen so, wo es so eine Schwing-Seil-Mechanik gibt. Sogar in Indiana Jones-Spielen. Ja. Da gehe ich jetzt bestimmt nicht hin. Also man kriegt jetzt auch nichts dafür, die Roboter zu töten. Von daher, gucken wir, null Affen fehlen. Und... Ja! Ja, da! So, jetzt kann ich mal gucken, was da steht. Wenn ich schnell genug bin. Räumen Sie die Bühne frei. Boah. Gefangen acht Affen. Ja, gefangen acht Affen. Ihr merkt, dass Japanisch verwirrt mich. Sie hat sich gesagt, oh, kauf dir eine Batterie. Aber wenn man nur noch ein Leben hat, dann sagt, ich kauf dir eine Batterie. Brauchst du eine Batterie? Gute Stimmung. Gute Stimmung. Alles klar. Das heißt wahrscheinlich so viel wie gut gemacht, good job. Da mir das ein bisschen zu schnell ging, würde ich sagen, rein ins nächste Level. Zwei Level pro Part. Klingt eigentlich ganz nice. Das ist der Fukai Wukai. Nee, Fukai Kowai Palace. Ja. Fukai Kowai. Feuerpalast, würde ich mal sagen. Heute geht's viel um Feuer. Feuerrätsel.
Das war eigentlich ein cooler Level. Oh, der ließ sich jetzt mal gut übernehmen. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Wie gesagt, die Batterie geht halt sehr schnell leer. Am Anfang, oh, die ganzen Tutorials, wenn die nicht werden, oh, viel schneller mit dem Level durch. Warum lese ich die dann? Na, weil ich es ganz süß finde. Und weil die Übersetzung manchmal echt leichten Schmunzler bringt. Ein Gleitschirmflieger steckt im Baum fest. Wenn ich diesen Affen fahre, denke ich, dass ich weit fliegen kann. Ja, du fährst auf Affen ab, das wissen wir. Ich frage mich, ob ich es wohl vom Baum herunterholen kann. Das geht natürlich nur, wenn man den Boxaffen hat. Da es sowieso nur den Boxaffen gibt, gibt es auch nur die Möglichkeit. Also es gibt keine andere Möglichkeit, weil wir haben keinen Affen, der einen schwachen Schlag macht. Wir können den nur so herunterholen. Ja, ich würde gerne diese Arschgesichter erstmal loswerden. Ist hier Abgrund? Nee. Das Spiel ist noch sozial. Später ist überall Abgrund im Spiel. Da hätte man sich denken können, ne? Auf zu schreien. Komm runter. Komm mal runter und chill mal. Chill mal deine Base. So. Juhu. Flum. So, und hier ist ein bisschen tricky. Tricky dicky. Ich weiß nicht, ob es hier erklärt wird. Also ein bisschen was wird hier erklärt, aber es wird nicht richtig erklärt. Weswegen ich in einem späteren Level kurz festing. Muss ich mal anmerken. Ich möchte darüber, aber ich glaube, ich kann nicht... Dass ich hier rüberspringen kann, aber ich glaube nicht, dass ich hier rüberspringen kann. Ach so. Was? Oh. Ja, das ist ein bisschen blöd mit den Google Lens, ich weiß. Ich könnte weit wegfliegen. Okay. Ja, es wird nicht richtig erklärt. Und zwar Double Jump und jetzt die Quadrat-Taste mashen. Das wird nicht erklärt vom Spiel. Dann gaint man noch extra Distance. Ne, ich kann halt gedrückt halten, dann gleitet ja, lalala. Aber dann sinkt der halt schnell. Aber man kann halt mashen wie in Ape Academy. Da habt ihr wieder diesen ultimativen Ape Escape Insider. Das ist halt vor Ape Academy. Da gab es so ein Minispiel mit dem Fallschirm. Und da konnte man eben halt auch mashen, um an Höhe zu gewinnen. Drückt mal X, lässt mir den Fallschirm los. Und fällt sofort. Beine fliegen auf einen Rosengleiter. Klappe jedes Mal, wenn du den Knopf drückst. Natsumi? Du hast irgendwas von Gras erwähnt, ne? Hör auf, Drogen zu nehmen. Das kommt einfach nicht gut. Ich glaube, das soll dieser Tipp sein. Aber Beine fliegen auf den Rosengleiter, ja. Da muss ich schon echt viel Zeug genommen haben, um sowas zu sehen. Oh, die fliegenden Beine auf Rosengleiter. Ja, und Klappe. Das ist halt das, wo man in Höhe gewinnt, I guess. Durch die Sprachbarriere habe ich das halt damals nicht verstanden. Wenn Sie den ganzen Weg fliegen möchten, nutzen Sie Ihr Flattern gut. Ja. Das Problem ist, dass man das so schafft und in späteren Level eben nicht. Also wenn ich das gut time, schafft man es ohne diese Fähigkeit, sag ich jetzt mal. Aber ich mach's natürlich mit, weil es so einfach ist und cool aussieht. Ja, der Nächste! Ey! Fallschirmjäger, ey, wie Sensei aus Advance Wars. Ja, und mit dem Kreis, das können wir Steine werfen. Ja, das ist schon ein bisschen... Ja, ich will jetzt nicht sagen anspruchsvoll, aber ja, schon ein bisschen anspruchsvoll. Ja, mit der Abgrund und allem. Oh! Ja, hier, nimm meinen Stein! Nimm meinen Stein! Gott. Also kämpfen kann er nicht. Ja, die Münzen sind mir egal. Wie gesagt, es gibt später halt richtig gute Wege, die Münzen zu farmen. Gibt so ein paar Levelchen. Das werdet ihr da auch noch sehen, wenn es weit ist. Klar, ich versuche mal die Münzen einzusammeln, die so auf dem Weg liegen. So beim Flug. Nee, danke. Muss ich jetzt nicht. Oh, wieder so viel Tutorial. Yo! Lass mich doch das Tutorial lesen. Was ist das für Agro-Typ hier? Das ist ja ultra aggressiv. Die Tür hier ist geschlossen, aber es sieht nicht so aus, als ob man sie mit einem Schlüssel öffnen könnte. Ich frage mich, wie man sie öffnen kann. Noch nie
Ocarina of Time gespielt, Natsumi. Ist wie beim Schattentempel. Vor The Legend of Zelda Ocarina of Time. Die Tür sieht aus wie etwas in diesem Raum, wenn ich Spaß habe, ich finde. Ah ja. Ah ja. Die Tür könnte man öffnen mit irgendwas im Raum wahrscheinlich oder so. Gott, diese Übersetzung. Gibt leider auch kein Patch für die, die das jetzt denken. Der Affe hält eine Fackel. Mensch. Sherlock. Die Detektivkarriere, die steht vor Haustür. Wenn sie eine Fackel in der Nähe eines Feuers schwenken, fängt das Feuer. Wow. Dass man mit einer Fackel irgendwelche Flammen entzünden können, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wenn sie eine brennende Fackel schwenken, können sie auch andere Dinge in Brand setzen. Och Mensch, Physikunterricht, aufgepasst. Natsumi, das ist nur eins in der Schule, wa? I see. Na komm her, du Agro. Agro-Monkey. Guck mal, ich glaube, der ist komplett neu. So ein Uga-Buga-Affe mit einer Fackel. Ja, jetzt hier einfach rein. Anzünden. Und dann. Flip. Nee. Nee. Muss man schon schneller machen als ich. Ja. Sieht leider sehr schnell aus. Und da öffnet sich der Feuertempel. Fukai Kowai Palace. Der Feuerpalast. So übersetzt mir das zumindest. Oh shit! Ich brauch die, das Girl. Das war sehr stark. Ob ihr es glaubt oder nicht. Oh mein Gott. Ich werde verdrescht, verprügelt, gedisrespected. Oh, das war nicht nett. Das war nicht nett. Ich will das Girl. Ich will das Girl. Vom Mädchen müssen zusammenhalten hier. So. Komm mit dem Girl. Können wir jetzt die Gegner sehr gut beseitigen. Ja, die hat hier diesen Windangriff. Wie Zhuge Liang in Dynasty Warriors. Aber die hat auch den. Ja! Die kennt man doch aus Ape Escape. Die kennt man generell aus Ape Escape 3 aus der Wüste. Ist kein neuer Affe. Das Design ist jetzt nicht neu. Aber ja, dieser Angriff, den die mal gegen uns verwendet haben in Ape Escape. Können wir jetzt für uns nutzen. Das ist so cool. Man kennt halt die Angriffe auch wieder. Ne? Steinwerfen, das Bananenschleudern und so. Ach, ist das schön. Ein Traum. Wo ich das Spiel wirklich das erste Mal gespielt habe, das war wie ein Traum. Als wäre es halt einfach nicht real. Es war einfach zu schön, um wahr zu sein. Wirklich. Oh, ich glaube, hier muss man das in das Nee, doch nicht. Es war einfach alle Fackeln an, Mann. Es hätte sein können, dass nur spezifische Fackeln an sein dürfen. Aber das ist, glaube ich, ein späterer Level erst gewesen. Das Spiel ist auch nicht so leicht. Vor allem, wenn man es das erste Mal spielt. Also gerade die ersten Level waren teilweise schwerer als spätere Level. Das hier jetzt nicht. Was kommt noch so? Eislevel? Daran erinnere ich mich. Boah, der war so schwer. Der war wirklich brutal schwer. An einem Ort wie diesen steht eine Windmühle. War ein bisschen komisch, ne? Die alten Ägypter mit den holländischen Traditionen. Vielleicht, wenn ich diese Windmühle benutze. Ich denke, dass ich dann weitermachen kann. Ja. Wir können ja Wind machen. Wir sind ja Zhuge Liang. Um eine Windmühle zu drehen, muss man Wind erzeugen. Mensch, wer hätte es gedacht? Für eine Windmühle braucht man Wind. Okay. Stellen wir uns hier drauf und dann... Hui! Echt, wie deines Warriors, Zhuge Liang. Wir sind einfach viel mehr Zhuge Liang. Ja, und auch wieder die Detailliebe in dem Spiel, es ist einfach so geil. Du hast hier diese Bananen und Hieroglyphen und es ist so cool gemacht, oder? Kennen wir ja vor Ape Escape. Sehr viele Level-Details. Das für PSP finde ich echt amazing. Oh nee, Bogenschützen. Auch das gibt deinen Warriors Vibes. Und nicht gerade die besten Dynasty Warriors Vibes, weil niemand mal Bogenschützen. Vor allem nicht in Dynasty Warriors 3. Und jetzt können wir mal lustig sein. Hui! Auch wer fällt denn da um? Mensch, heute ist es sehr windig. Na, bist du gut gelandet? Wuhuhuhui! Ich glaube, das war ein Jahr.
Ja, die Hieroglyphen. Für mich sind japanische Zeichen auch Hieroglyphen. Ja, selbst wenn ich das jetzt nicht vorlesen würde, so toll, man versteht es eigentlich nur. Obwohl es auf Japanisch ist. Kriegt man Japanisch Angst. Ja, hier war auch ein Secret Affe, der richtig schwer zu kriegen ist. Aber erstmal das Spiel einmal durchschaut. What the? Hallo? Hallo? Ich glaube, wir bleiben einfach hier. Scheiß auf den Münzenleser. Ja, warte, warte. Und hier spawnen jetzt Gegner, die übelst nervig sind. Denn wir müssen eigentlich permanent hier Wind malen und rollt das Ding zurück, wie man ja auch eben schon gesehen hat. Und die kommen aus diesen Affenköpfen raus. Das ist so cool. Haben wir überhaupt alle Affen? Ja. Und da kommen jetzt auch wieder Gegner raus. Das sind Affenköpfen. Und da ist der Bogenschütze. Sogar drei. Oh nein. Drei Musketiere, nur ohne Musketen. Ja, das kommt von Muskete, nicht von Muskeln. Ich habe auch mal früher gedacht, die heißen Muskeltiere. Aber so ist es nicht. Ey, Robin Hood. Du möchtest gerne Robin Hood von noch einem Affen sehen werden, der einen Bogen hat. Vielleicht. Jetzt kennt er schon die Antwort, ne? Und jetzt wieder Dennis Schröder. Ja, da. Cool. 7 Affen. Das waren alle, die es in den Level gibt. Schön. Ich finde auch diese Metal-Musik immer gut. Ja, jetzt kommt tatsächlich noch ein Boss. Das habe ich voll vergessen. Der rote Affe kommt ja jetzt noch. Besiegen Sie den roten Affen, steht aber bestimmt. Ja, wie soll ein Bosskampf mit diesem Spielprinzip funktionieren? Seht selbst. Ich habe es auch am Anfang nicht realisiert, aber ja. Es funktioniert tatsächlich sehr gut. Und er hat Hikaru, den Protagonisten von Ape Escape 2, gefangen. Der rote Affe war eigentlich sonst immer einer der letzten Bosse. Hier der erste. In ein Elefant. Den man aus, oder Mammut, den man aus Ape Escape 3 kennt, diesen Roboter. Der ist aus Ape Escape 3. Ja, und wir nehmen mal natürlich hier den Hau-drauf-Typen. Der Fallschirmspringer-Affe bringt uns hier eigentlich nichts. Den nehmen wir noch. Den schnellen und den Indiana Jones mit der Gun. Ja, der mit der Gun ist nett. Kann man machen, auf jeden Fall. So. Ja, das ist natürlich bisschen schwierig, darauf zu reacten. Das kommt ja sofort. Oh, shit. Stell mich hier aber auch an. Weil ich bis heute nicht wirklich weiß, was hier der richtige Lösungsweg ist. Wisst ihr was? Ne, jetzt hier mal Indiana Jones. Schießen einfach. Da kannst du ja nicht viel falsch machen, I guess. Oh, Flammenwerfer. Das ist auf jeden Fall ein cooler erster Boss. Der beliebste Boss ist der blaue Affe. Den mögen die meisten. Muss man wirklich die Affen auch geschickt kombinieren. Das ist auch der schwerste Boss im Spiel, actually. Der blaue Affe war ja schon immer relativ schwierig, ne? So, jetzt kann man hier auch drauf, meine ich. Wenn man es kann. Wenn man schnell reagiert, kann man da drauf. Also macht den ja Schaden. Ne, sonst würde die Animation ja nicht kommen. So, und jetzt hinten. Den Schraubenschlüssel attackieren. Ja, dann gibt's einen Furz. Und das war der erste große Treffer, kind of. Das hat noch erwischt. Wow. Das ist noch reached, das hätte ich nicht gedacht. Oh, no. Ja, ich weiß nicht, der Pistolenaffe hier, Indiana Jones. Der macht es eigentlich ganz gut. Dann war das jetzt nur so eine kleine Schockwelle. Weil hiermit bist du halt immer safe, ne? Muss nicht rangehen. Das Blöde ist, dass unser Boxer so geschwächt ist. Ich würde eigentlich nur mal ganz gerne nehmen. Jetzt vielleicht. Komm, nehmen wir jetzt den Boxer und springen da drauf. Ja, und jetzt zack. Geil, das hat gesessen.
Dann fällt er nämlich instant um und dann kann man hier voll draufschlagen. Mit dem maximalen Damage. Ja, das war cool. Geil. Ja, ich bevorzuge wieder den Indiana Jones. Weil mit dem sind wir halt immer ziemlich safe. So, und jetzt wieder bam. Fall um. Ja, so geht's halt am schnellsten. Es gibt immer einen perfekten Weg, den ganz schnell zu besiegen. Quasi Boss zu Speedrun. Und das ist der beim roten Affen. Warum man jetzt den schnellen und den falschen Springer hat, weiß ich nicht. Und das war's. このナノカードを集めて情報を分析すれば元の大きさに戻れるわ本当やったよく気がついたなでもそのナノカードは我々ウッキーファイブが預かっているまあ小さくなったお前たちでは取り戻せないだろうがなしかもお前たちの仲間を使って人間のことを研究しているんだもうお前たちに勝ち目はないまあせいぜい頑張るんだな何さカッコつけちゃってケッチャンケッチャンにやっつけてやるんだから仲間が集まれば怖いものなんてないよそうだよナノカードを集めてみんなを助けよう元の大きさに戻るんだじゃあ jeder Bossaffe hat halt so eine Karte die brauchen wir halt alleUnd der nächste wird wohl der blaue Affe sein. Lucero ist der schwerste Boss im gesamten Spiel. Schwerer auch als der Spectre. Komischerweise. Aber so ist es. Ja. Schließlich ist die einzige Stärke von Rot die Macht. Ja. Er vertraut basically nur auf Power. Der rote Affe. Wenn sie 6 dieser Nanokarten sammeln,Können Sie zur ursprünglichen Größe zurückkehren? Guck, habe ich sogar verstanden aus der Katze mit meinem schlechten Japanisch. Es sind nur 5 übrig. Also lasst sie uns schnell einsammeln. Was heißt denn nur? Hä, der hat die letzte auch Spectre. Aber es sind doch nur 5 Affen eigentlich. Seltsam. Ich freue mich, dass du so viel mit mir spielst.Aber bitte ruf mich ab und zu mal an. Okay. Natsumi. Hallo. Hä? So von wegen, ey, du spielst zu viel. Mach mal eine Pause. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich kann immer noch kein Japanisch, Leute. Ich kann es nicht. Und ich werde es leider auch nie können. Na gut, das ist eine doofe Aussage. Vielleicht lerne ich es irgendwann. Aber die Zeichen habe ich keine Lust zu lernen. Ich werde die Sprache können. Das reicht mir schon.So, ich weiß, der Part ist schon wieder viel zu lang. Ja, geht eigentlich. Aber wir holen hier noch ein bisschen was. Können wir einen Soundtrack holen? Soundtrack, ja, eigene CD. Film, ja. Keine Ahnung, enge Cutscene. Kostet 200. Soundtrack kostet 100, das sind nur 40. Komm mal hier nur ein. Konzept Artwork, der Fisch. Der Fisch aus dem zweiten Level. Hä? Von wegen keine Spoiler. Was bist du?Das ist Flugzeug, das kennen wir auch schon aus FSK 3 von dem Luftlevel, Luftfabrikslevel. Keine Ahnung. Ihr wisst bestimmt, welchen Level ich meine. Ja. Viele Gegner aus FSK 3 mag ich, aber auch viele neue Gegner. Gucken, was uns beim nächsten Mal erwartet. Und zwar. Nein, das ist diese komische Wasserwelt, die ist so schwer. Ah, nee. Es ist Kodaina Museum.Ja, auf das Museum kann ich verzichten. Es ist so schwer. Es ist so böse und so schwer. Ich habe Angst. Ich habe richtig Angst. Nehmt mit, ihr Lieben. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Mit einem der schwersten Level im gesamten Spiel. Wirklich. Naja. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist.Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du immer noch nicht genug von mir hast, dann kannst du hier auf die Playlist des Projekts klicken. Da findest du alles, was mit diesem Projekt zu tun hat.
Hier kannst du draufklicken, da ist eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier oben kannst du den Kanal abonnieren und somit in Zukunft nichts mehr verpassen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ciao!